Hallo YouTube, vor 6 Tagen ist der Elder Scrolls Online herausgekommen. Viele von euch kennen wohl The Elder Scrolls 5 Skyrim. Also ich persönlich habe das Spiel auch und ich finde es eigentlich ganz toll. Und ja, dann habe ich eben erfahren, dass es dann quasi eine Online-Version geben soll. Eben The Elder Scrolls Online. Die ist jetzt am 4.4.2014 erschienen, der Full Release. Ja, und ich hätte mir auch gedacht, gut, dann kaufe ich es mir mal. Dann habe ich eben ganz mal gegoogelt. Also als erstes bin ich auf Steam gegangen, weil ich gedacht hätte, ja, The Elder Scrolls, das kommt, müsste bestimmt doch auch irgendwo auf Steam zu finden sein. The Elder Scrolls Online. Da habe ich eben nachgeschaut. In der Suchmaschine The Elder Scrolls Online. Guck, und dann kommt einfach nichts. Gut, allerhöchstens die anderen Skyrim-Teile. Also die Singleplayer-Skyrim-Teile, eben Skyrim, Oblivion, Morrowind und die ganzen anderen DLCs noch und die Legendary Edition von Skyrim, denke ich mir, ja gut, wenn es eben nicht auf Steam gibt, dann check einfach mal so im Internet nach. Dann habe ich hier mal gegoogelt, The Elder Scrolls Online. Dann bin ich auf diese Seite gelandet. Das ist die offizielle Seite und hier kann man The Elder Scrolls Online dann kaufen. Da dachte ich, ja gut, sieht alles schön aus. Drücke eben auf jetzt kaufen. Guter Preis ist, finde ich, ja schon ein bisschen hoch, hier 80 Euro. Da dachte ich, ja gut, Bilder sind schön aus und so. Und ja, im Shop kann man dann für noch andere Sachen dazu kaufen, wie Pferde, keine Ahnung was. Aber dann habe ich das eben gelesen. 30 Tage Spielzeit sind enthalten. Da dachte ich, hä, was ist mit gemeint? Was? Also wenn man es kauft, kann man nur 30 Tage spielen damit, oder was? Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Ich habe dann eben mal trotzdem auf jetzt kaufen gedrückt. Genau, und dann stand eben das hier, dass man dann ein Abonnement abschließen muss. Also zuerst muss man einen Account erstellen. Das habe ich jetzt schon vorgemacht. Und dann steht hier, dass man irgendwie so ein Abonnement abschließen muss. Und dass man dann halt eben 12,90 € pro Monat bezahlen muss. Oder dann eben so ungefähr 180 € im Jahr. Ich dachte, was ist das denn? Was ist denn gerade für ein Scheiß da? Das ist ja dann so wie World of Warcraft. Und genau das ist eben die traurige Nachricht jetzt an The Elder Scrolls Online. Und zwar ist es nicht so, dass man einmalig 80 €, 70 € oder sowas bezahlt, sondern man muss halt dann erst 80 € fürs Spiel bezahlen und dann nochmal monatlich halt eben die 13 € oder 10 €, je nachdem, was man dann eben auswählt. Das 480 Tage ist am günstigsten. Gut, dafür 65 € sofort abgehoben. Ich habe mir gedacht, was ist das denn für ein Scheiß? Das heißt, man muss so viel Geld ausgeben, um The Elder Scrolls Online spielen zu können. Und letztendlich ist es auch ein Abo-MMORPG, wie bei World of Warcraft, wovon ich auch nicht so begeistert bin. Erstmal, weil die Grafik von World of Warcraft scheiße aussieht. Und weil ich einfach nicht bereit bin, monatlich 10 € oder sowas dafür zu bezahlen. Einfach aus diesem Grund kommen 10 € im Monat. Da kann man ja fast nochmal ein komplett neues Spiel auf Steam kaufen. Also zum Beispiel, ich habe Sniper Elite Zombie Army für gerade mal 5 € gekauft, weil es im Angebot war. Dann GTA 4 für 10 € und sowas. Das ist ja fast so, als würde ich jeden Monat ein neues Spiel kaufen oder irgend sowas. Also, pff, das geht ja mal gar nicht, finde ich. Also, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was die Entwickler dazu getrieben hat, das zu machen. Also, ich hätte gedacht, die Entwickler von The Elder Scrolls denken auch an die Spieler und denken, ja, gut, die haben jetzt nicht so viel Geld, dann machen einfach mal einen einmaligen Preis für 80 €, 70 €, so eben wie bei Skyrim. Da waren es eben auch, als damals erschienen ist, 50 € auf einmal gleich. Gut, zwar schon ein bisschen teuer, aber ich fand, für Skyrim war das völlig in Ordnung und ich wäre auch wieder bereit, so 60, 70 oder wenn sogar 80 € dann für Elder Scrolls Online einmalig zu bezahlen, aber eben nicht monatlich dann auch zusätzlich irgendwie 10 oder 13 € oder sowas. Also, das fand ich wirklich sehr, sehr traurig. Ich gedacht hätte, dass die auch eher mehr an die Spieler denken, aber das ist wirklich total der Beweis dafür, dass sie nur an Geld interessiert sind. Und das ist eben genau auch der Grund, warum Elder Scrolls Online nicht auf Steam zu finden ist, weil Steam eben sowas nicht unterstützt mit dem Abonnement dann eben für 30 Tage, dass man 10 € bezahlen muss und so ein Scheiß. Also, das macht ja eben Steam nicht und das unterstützt es auch sowas nicht.
Und im Internet stand jetzt auch ziemlich viel, dass es sehr viele nicht gut finden, bloß die reichen Bonzenkinder da, die finden das total gut. Dann habe ich mal aufs Kommentare noch gelesen, wie irgendwie, ja, für Hardcore-Gamer ist es schon gut. Also ich selbst bin auch Hardcore-Gamer und ich bin davon auch nicht begeistert von dem System jetzt, dass man monatlich etwas bezahlen muss, weil ich auch nicht so viel Geld habe. Eben. Ja, und das hat mich dann eben jetzt doch sehr erschüttert. Also, was könnt ihr jetzt da tun? Das Beste wäre erstmal, Elder Scrolls Online nicht zu kaufen. Weil erstens, das ist viel zu teuer und es lohnt sich überhaupt gar nicht. Also, gut, einmalig 80 Euro wäre in Ordnung, aber das, ne. Also, ihr könnt halt wirklich erstmal nicht kaufen, erstmal warten. Wenn die Entwickler von The Elder Scrolls Online dann bemerken, dass die nicht so viele Abonnements kriegen und sowas, dann könnte es eventuell passieren, dass sie eben dann umdenken. In den Foren steht manchmal, dass es auch dann irgendwie Free-to-Play wird. Also ich persönlich glaube nicht, dass es Free-to-Play wird, weil dann einfach so viel Geld verloren geht auf deren Seite. Also ich glaube, die werden es dann wohl einfach so umstellen, dass man den einmalig eben so 80, 70 Euro so bezahlen muss und dann halt man für immer spielen kann. Aber für momentan empfehle ich euch wirklich, das nicht zu kaufen. Das ist wirklich die reinste Abo-Falle, finde ich, und einfach viel zu überteuert. Also wartet lieber nochmal ein bisschen, schließt kein Abonnement ab, kauft Elder Scrolls Online nicht. Ich finde es ziemlich traurig und das wird jetzt ziemlich viele von euch dann eben auch erschüttern. Aber es wird angeblich an einer Modifikation gearbeitet für Skyrim. Es ist eine Online-Modifikation. Keine Ahnung, wann die fertig ist. Also ich kenne mich da nicht aus. Ich spiele jetzt auch nicht so viel The Elder Scrolls. Ich dachte, es wäre eben einfach nur cool gewesen. Naja. Ist eben schon schade, finde ich. Also, ich hoffe wirklich, dass die anderen Entwickler dann mal irgendwas tun und es dann wieder abschaffen, das Abonnement-System. Aber ich glaube, das wird trotzdem noch ein bisschen dauern. Es kommt jetzt auch einfach darauf an, wie viele Abonnements sie abschließen und so. Und ich würde empfehlen, schließt am besten gar nichts ab. Weil das Skyrim ist einfach viel zu überteuert jetzt und das geht gar nicht. Also die Grafiken, so, ich habe Videos davon gesehen, das ist alles ganz toll und so, aber das ist so wie bei World of Warcraft, das ist MMORPG mit Abo-Dingen, also ne, das geht mal gar nicht. Also Guild Wars 2 hat das zum Beispiel auch so gemacht, dass man eben einmalig 20 Euro bezahlen muss, dann hat man eben alles. Die anderen MMORPG-Spiele wie Star Wars The Old Republic, hatte auch früher so ein Abonnementsystem. Das haben die dann auch abgeschafft und Free-to-Play gemacht. Also das könnte auch auf Seiten von den Entwicklern von Elder Scrolls total ein Reinfall werden. Es kommt doch einfach jetzt auf euch drauf an, ob ihr eben bereit seid, monatlich 10 Euro zu bezahlen. Also ich glaube, die meisten von euch sind es einfach nicht, weil die einfach nicht genügend Geld haben, keine Multimillionäre sind, weil es einfach viel zu beteuert ist. Genau, und jetzt können wir einfach nur warten. Jetzt, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ein paar Monate, ein Jahr, ein paar Jahre vielleicht, dass es dann Free-to-Play wird oder eben zum einmaligen Preis erhältlich ist. Aber momentan könnt ihr wirklich nur warten. Ja, ich wollte euch jetzt nur mal Bescheid geben und damit beende ich jetzt mein Video. Also, ciao, ihr Bonzenknacker hier.